Hallo, immer wieder freitags. Was lag die Woche an? Ich war jetzt wieder die ganze Woche hier im Rathaus, nicht nur im Rathaus, sondern auch wieder unterwegs. Wir hatten am Montag eine Reihe Sitzungen, wir hatten Ferienausschusssitzungen, wir haben auch wieder einen Ortssprecher in Eichfeld. Herzlichen Glückwunsch an Patrick Fischer, der von mir als Ortssprecher ernannt wurde. Wir hatten für die Musikschule eine Sitzung und wir hatten Personalangelegenheiten in der VG-Versammlung zu besprechen. Und in der Woche ging es weiter. Wichtige Utensilien, was habe ich die Woche über so gebraucht? Zum einen Telefon. Ich habe die ganze Woche über mir jetzt immer wieder auch mal Zeit genommen zum Telefonieren. Wir hatten auch eine Telefonkonferenz wieder zum Folgeher Freibad, damit das Projekt entsprechend auch weitergeht. Natürlich obligatorisch die Maus und der Computer. Ich muss immer noch mich um einige E-Mails kommen, die im Urlaub sich angesammelt haben. Ich bin noch nicht ganz durchgekommen. Was das Alltagsgeschäft ist, natürlich jeden Tag einige Unterschriftsmappen mit den diversen Vorgängen, die anliegen. Und ich habe die Woche auch wieder mal eine Firma besuchen dürfen. Ich war im Gewerbegebiet Sonnenberg bei der Firma Wolf und habe mich da mal erkundigt und war mal neugierig, was die so alles machen. Und nicht nur eben jetzt diese Arbeit gehört dazu, sondern auch als Bürgermeister Gratulation und Repräsentation. Ich habe die Woche einige Male gratuliert. Deswegen hier auch zum Beispiel ein Blumenstrauß. Den Blumenstrauß übergebe ich auch immer wieder mal unter der Woche. Ich hatte zwei goldene Hochzeiten, einen 85. Geburtstag. Dann durfte ich am Donnerstag eine Vinothek, ein Geschäft eröffnen vom Weingut Martin in der Hauptstraße. Schön, dass da auch wieder etwas mehr Leben reinkommt. Weingut Martin hat recht viel investiert und hier dürfte ich auch dabei sein. Die haben natürlich keinen Boxbeutel bekommen, sondern eben auch einen Blumenstrauß. Und dann war noch eine ganze Reihe entsprechende Besprechungen. Was ist hier ganz wichtig? Wir haben zurzeit einen relativ hohen Kaffeeverbrauch, weil es eben auch Besprechungen gibt. Im Rathaus war die Woche auch drei Tage lang der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Volldach. Die Stadträtinnen und Stadträte prüfen die örtliche Rechnungsprüfung hier für das Jahr 2019. Und wie bei jedem Verein auch werden dort die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend hinterfragt und werden dann kontrolliert. So viel zu meiner Woche. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.